So, nach dem Erfolg vom letzten Part geht's auf in dieses Kacklevel. Mhm. Oh. Wow. Oh. Ich hasse solche Sachen. Ja, ich hasse sie sehr. Das sind die schlimmsten Sachen überhaupt. Na, oh, wieso immer noch zu hoch? Das Schlimme ist, man muss ziemlich viel ausweichen hier. Oh. Hä? Bis das mal geschafft hat. Ich glaube, du musst ungefähr da springen. Das war schon zu tief. Ey, das ist doch viel zu hoch. Oh, boah, ey. Mit Teleport dann weiter, das ist das Problem. Ja. Oh nein. Erst Dinge, erst hier lang und dann darauf achten, dass man auch da noch richtig macht. Verdammt. Ah, dieser Frosch im Hals, ey. Hallo Frosch im Hals. No. No, ernsthaft? Ich hab diesen Gag gesehen, dass der dann wirklich einen Frosch gekotzt hat. Oh Mann. Das war so selten dämlich, dass es schon wieder gut war. Ach, ja je, nein. Das ist doch die grausam. Kurve ist schon schlimm genug für mich. Hm? Diese Kurve nach links und nach rechts ist schon Horror genug und dann kommt der Horror nochmal. Ja. Irgendwie schon. Ich glaube, nach einiger Routine hat man das zwar raus, aber trotzdem. Welche Routine? Doch... Ja, die wird erst wieder leider in 40 Minuten oder einem neuen Aufnahmetag auf einmal so sein. Ich meine, wir haben 40 Minuten also im Kacklevel verbracht, auf einmal schaffen wir es. Das nächste schaffen wir auch direkt in einem Part. Dieses darüber gucken, das kriege ich echt nicht gebacken. Das ist für mich schon eine Kunst für sich. Und dadurch. Holy shit. Das ist doch bestimmt auf dem Pixel abgemessen, oder? Das sieht für mich ziemlich so aus, aber wir springen hier auch schon nicht pixelgenau, finde ich. Ja, das stimmt. Ich guck, jetzt bin ich halb drin gewesen in den Stachel. Ja, irgendwie schon. Oh. Manchmal sind die Hitboxen einfach nett gemacht, aber manchmal richtig arschig. Mhm. Echt jetzt? Na. No. Diese Kurve da unten, die geht mir jetzt schon auf Sack. Ich sehe schon, da irgendwo kommt noch ein Stein aus der Wand oder so. Falls man jetzt Steam-Nachrichten sieht, ich habe gerade die Nachricht bekommen, ob ich skypen oder beziehungsweise reden kann. Das ist natürlich sehr lustig. Deswegen habe ich das ausgestellt. Ja, stimmt. Moment, ins Team kann man das ausstellen? Ja, kannst du nach dem Part machen, in dem ist es ja jetzt egal. Ja. Es sei denn, ich werde auf einmal einfach so angerufen. Das wäre natürlich nicht so cool. Ich komme noch nicht mal über den ersten Mist, weil es einfach nur Rotz ist. Sowas liegt mir überhaupt nicht. Oh, es ist nicht so hoch, verdammt. Guck dir das mal an, ich hau zu 90% von diesem Kackstachel da oben. Ah, dieses drüber gucken, das ist das Schlimmste für mich. Wenn ich die Kurve überhaupt schaffe. Ah ja, ich glaube, ich hab's jetzt etwa raus. Ja, siehst du? Halt gut funktioniert. Ja, aber doch, irgendwie... Boah, ey! Oh, nein. Was? Und du? Moment, guck dir das Level... Oh nein. Das schafft man noch nicht. Hä? Da what? Ich verstehe nicht mal, wie das gehen soll. Ich glaube, das wird das einzige Mal in unserem Leben bleiben, dass wir da durchkamen oder so. BTF.
WTF. Vielleicht habe ich eine Routine da drin, aber... Ah, nein. Die stellt sich so langsam erst ein. Ja, die Sache ist, man muss es ein paar Mal machen, das stimmt. Nein. Den Anfang schaffe ich ja jetzt zu 99%, würde ich fast sagen. Ja, ich schaffe ihn jetzt auch schon wesentlich öfter. Ne? Sieht man gerade so gut wieder. Nein! Ah. Dabei waren das doch voll die Sachen, die man in Mega Man machen musste, doch, Rotz. Naja, nur ist halt anderes Spiel, ist schon ein bisschen anders. Ja, das stimmt. In Mega Man ist die Steuerung so verdammt direkt. Mega Man hat echt, muss ich wirklich sagen, die beste Steuerung, die ich jemals in meinem Leben irgendwie gehabt habe. Es ist echt so. Die ist so verdammt genau und präzise. Was? Was war das denn bitte? Oh, da fällt mir ein, ich muss immer noch Mega Man 1 durchspielen. Musst du das? Nimm das bitte auf. Einfach aus Prinzip, aber dieser gelbe Scheiß. Der Yellow Devil ist doch voll nett. Ich hasse den. Das ist der, den ich irgendwie, als ich mal Bock hatte, Mega Man 1 nochmal durchzuspielen, auf Anhieb geschafft habe und nur zweimal im Spiel gestorben bin insgesamt oder so. Es war so extrem. Ach, aber ich komme jetzt meistens auch schon durch, immerhin. Entweder es bleibt hier unten hängen oder bei dem Pfeil daneben, aber das ist schon das Schlimme. Nein! Ich bin immer so verleitet, dann wieder weiter nach links zu drücken. Ja, man weiß, dass es falsch ist, macht es aber trotzdem. Na. Scheiße. Ich glaube, in dem Level haben wir nachher die mit Abstand meisten Tode. Weil es geht so schnell mit dem Sterben hier. Ich glaube, da hatten wir aber noch eins. Bin mir ziemlich sicher. Oh, auch gut. Hä, was? Wie? Also, das ist gut, um sich auf das nächste vorzubereiten, zumindest. Nein. So viel zu der Vorbereitung. Ja, ich weiß ja nicht, wie ich mich darauf vorbereiten sollte, selbst wenn. Mental. Mental, kommt ihr mir erstmal mit mental. Kannst 5 Minuten da rumstehen. Okay, jetzt bin ich bereit. Aha, genau. Am Ende des Parts versuche ich so und gehe direkt drauf. Scheiße. Oder ich schaff's natürlich dann direkt am Ende des Parts. Einfach mal so just for fun. Ja, mach das mal so. First try. Das wäre irgendwie wieder so typisch bei mir, aber naja. Weißt du noch, dieses eine Level. Mach das erstmal auf First Try fast. Ich weiß auch. Du, okay, ich habe Probleme in Skype. Sollen wir das eben regeln? Nö, nö, ich mach das eh. Ach, ich habe das Level beendet. Okay. Als während wir so miteinander reden. Ja, ja, ich habe das Level mal eben. Das war. Das Nonplusultra. No. Oh, jetzt kommen die doofen Fehler da unten schon. Mann, oh. Dieses links, rechts, rechts, links, Keksgedöns. Keksgedöns. Keksgedöns, genau. Also von mir ist man eh nichts anderes gewohnt. Der ja, das stimmt. Keks, Käse, Käsebrot. Nein. Das ist instant dadurch, das ist das Problem. Ja, irgendwie schon. Man muss also direkt rechts drücken oder so. Links, rechts ist für mich leichter zumindest. Oh. Das ist ja das Interessante. Für ein Recht ist es leichter, nach links zu lenken. Das finde ich immer interessant. Also zumindest ist das bei mir so. No, was? Wie schnell geht denn das bitte? Das ist. Fertig.
Ah, okay. Boah, oh, ey, ich schaffe den Anfang nicht mal mehr zu 99%. Ey, das ist schon schlimm. Es ist traurig, dass wir hier immer noch hängen, aber naja. Ja, wenn diese eine Stelle da, die... Wieso ist da kein Blut von mir? Ich verstehe es nicht. Also der Stachel da oben rechts kann schon kaum röter werden. Oh, ernsthaft? Spiel. Die ganze linke Seite schon. Ja, irgendwie schon. Warum höre ich draußen jetzt Schüsse, keine Ahnung was? Tja, live bei einem Mord dabei. Ja, mhm. Löse ich's auch mal wie Detektiv Con, ne? Genau. Ey! Ey. Bald haben wir einen Part gefüllt. Mit Anfang von einem Level. Mhm. Und einen Versuch, der weiterging. Und das war's auch schon. Ich sehe, es wird so enden, das ist das Schlimme. Was? 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 What the f- Was zum Geier war das denn? Was hast du getan? Was war das? Du bist die ganze Zeit bei mir diagonal hin und her. Und meine Sägen sind abgehauen, jetzt sind sie wieder da. Die waren nicht mehr da. Was, wenn du von da bis dahin geglitscht wärst? Jetzt bin ich auch noch Schluck auf. Verdammt. Luft holen. Ja, Schluck auf, ernsthaft. Das habe ich mir auch gedacht, wenn du bis dahin geglitscht wärst. Ja, genau. Ich meine, es ist ja kein Cheaten, es ist einfach, ja, irgendein Problem. Du hättest einfach sagen können, es hat mich dahin geführt. Ich habe gar nichts gemacht. Erinnert mich an Doorways aus der Underworld. Da habe ich das Spiel auch bei meinen ersten zwei Runs durch Glitschen beendet. Weil eigentlich ist es schwerer, der letzte Abschnitt vom Spiel. Und ich habe einfach mal glitscht, dass der eine Gegner gar nicht aufgetaucht ist. Ich weiß sogar, wie der Glitch zustande kam. Ich könnte es, glaube ich, fast reproduzieren. Oh Mann. Boah, das war gerade böse. Fuck. Ah. Ey, dieses... Mann! Warum zur Hölle wird bei mir jetzt die ganze Zeit geschossen, Feuerwerk gemacht, keine Ahnung was? Ich hasse diesen Links-Rechts-Kack. Na. No. Ja, bis dahin kam ich bisher maximal. Oh! Das Timing ist einfach so, ich hab's nicht ganz raus. Was ist denn danach überhaupt zu machen? Ja, an dem Panel war ich schon und das ist das Problem mitunter. Das danach stelle ich mir noch nicht mal so schlimm vor. Nee, irgendwie nicht. Kommt man überhaupt dahin? Das ist meine Frage gewesen. Ich hab's nicht geschafft. Ja, ich meine ja zu dem Schalter, das sieht mir schon so extrem weit aus. Hä, zu dem Teleporter muss man ja nicht. Nee, ich meine den Schalter halt, womit man springt. Man nimmt auch ein Trampolin. Oh. Ja, ja, Trampolin. Das sieht aus wie ein Schalter, wie so ein Buzzer bei Raab. Wie auch immer. Ah, diesmal habe ich mir zu viel Zeit gegeben. Könnte irgendwie in die Tischkante beißen. Guten Hunger. Brauchst du noch Ketchup? Oh, Gottchen. Obwohl, nimm das Blut, hier ist genug. Glitch bitte nochmal irgendwie und dann bitte zum Ziel. Das Problem ist, nur du glitch bei mir rum und nicht bei dir. Das macht's nicht. Ja. Wenn ich bei mir auch rumglitchen würde, ja, okay, das wäre was anderes, aber... Ich hab's ja immerhin schön auf Aufnahme. Boah.
werde auch gleich mad. Ich werde gleich mad. So wie mein Madness, ja gut. MK Indiana Jones, Madness Returns. Oh Mann. Ich will wenigstens noch einmal durchkommen in diesem Quad. Also da! Da hab ich nichts mehr. Obwohl, wir sind eh nämlich schon. Echt jetzt? Irgendwie schon. Oh Mann. Jetzt sind es nicht mehr 99%, jetzt sind es schon 75%. Na, was zum? Wenn's überhaupt hat geleckt. Wenn es mal 75% sind. Nein, leck mich. Ah. Graf. Wirrligig. No. Mann. Diese Verzweiflung. Ich glaube, ich würde dem Pokémon lieber ein Shiny farmen oder so. Ich hatte ein Shiny Golbat. Das war auch mein einziges Shiny. Rotes Garados zählt nicht, das hatte jeder, weil es einfach immer da ist. Jetzt glaube ich, ich weiß nicht sogar, wo mein Shiny Golbat hingekommen ist. Wenn ich so drüber nachdenke, ich habe immer gefragt, wo ich das hingepackt habe. Ich glaube, das habe ich auf meine andere Edition transferiert. Lecken. Das kann doch nicht wahr sein. Oh nein. Unfassbar. Nein. Ich denke, für diesen Part sollten wir es lassen. Ja, ich denke auch. Und passen wir uns im nächsten weiter. Bis dann. Ja, bis dann.